Der Verein Afrika-Hilfe fördert die Bildung und die Gesundheit in den notleidenden Gebieten Afrikas. Und dazu gehören natürlich auch wüstentaugliche Fahrzeuge, mit denen der Verein Hilfsgüter zu den Menschen vor Ort bringt. In Zukunft wird dem Verein dazu ein nagelneuer Pickup zur Verfügung stehen. Die Afrika-Hilfe hat den Wagen jetzt bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover in Empfang genommen. Der Volkswagen Amarok. Nicht nur ein geeignetes Geländefahrzeug, sondern auch ein Spendenobjekt. 12 gebrauchte und aufgearbeitete Amarok werden nämlich in Ghana versteigert, um mit dem Geld Schulen zu bauen. Zusammen mit dem Volkswagen Nutzfahrzeuge-Produktionsvorstand Dr. Josef Baumert und dem Hannover 96-Präsident Martin Kind wird ein Fahrzeug übergeben. Der 96-Präsident erklärt, warum es für eine Sportinstitution wie Hannover 96 wichtig ist, sich aktiv an der Charity-Aktion zu beteiligen. Sie haben einfach erstmal überzeugt mit dem Projekt und mit dem Thema, was dahinter liegt. Und es wurde ja auch so schön gesagt, Afrika ein verlorener Kontinent, aber die Idee Hilfe zur Selbsthilfe, um hier diesem Kontinent auch ein Signal der Unterstützung zu geben. Und für Hannover 96 war es, oder für mich war es selbstverständlich, ein solches Projekt auch zu unterstützen. Fußball ist multinational. Wir hatten und haben Afrikaner in unseren Mannschaften. Und wir kennen natürlich auch die Probleme dieses Kontinentes, dieser Länder und der Menschen. Und es sollte ein deutliches Signal sein, dass wir diesen Kontinent kennen und dass wir ihm helfen wollen. Die Fahrzeuge werden von Hamburg aus nach Senegal verschifft. Von dort aus wird ein Team bestehend aus 29 Personen die Amarok durch Mali und Burkina Faso nach Ghana fahren. Der Erlös soll bei rund 200.000 Euro liegen, so Initiator und Volkswagen-Mitarbeiter Hans-Henning Nathof. Dank dieser Aktion können auch Kinder in Dritte-Welt-Ländern wie Ghana eine Schulbildung genießen.